Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung, diesmal von hydrapvp.de. Ja, ich habe wieder eine Anfrage bekommen. Es geht halt einige Tage manchmal, bis wieder eine neue Anfrage kommt. Eins von zwei. Okay. Server wieder online. Kann ich überhaupt rein? Ja, ich kann rein. Okay, willkommen, Dragobas auf hydrapvp.de. Schönes Plugin. Kleiner Spawn, aber süßer Spawn. Und, jo. Ich habe in letzter Zeit auch weniger zu Zeit, um Servervorstellungen zu machen. Also, wenn ich eine Servervorstellung-Anfrage bekomme, mache ich ihn sofort. Gestern ging es nicht, der hydrapvp.de-Server war nicht online. Deshalb bin ich jetzt so ungefähr um 1 Uhr meistens, also wenn wir das Servervorstellen, online. Sind zwar nicht so viele Leute online dann, aber für mich ist es einfach besser, weil ich abends meistens live streamen werde. Also jetzt noch nicht so oft, aber ja, so ziemlich bald mehr. Coming soon, VIP Reward, ja, Vote jeden Tag, tägliche Rewards. Und, oh, Diamantbeinschutz, sehr schön, danke. So. Einfach das zu mir, dass ich jetzt wahrscheinlich sehr viel mehr livestreame, natürlich auf twitch.tv/dragobasler. Einfach mal vorbeischauen und ja, wenn ihr folgt, dann seht ihr natürlich auch, dass ich, wann ich livestreame und was ich livestreame und so weiter. Finde ich immer sehr nice. Auf YouTube ist es meistens nicht nur nice, weil man in die Abo-Box rein muss, also dort, wo die abonnierten Kanäle, die Videos erscheinen. Weiß nicht, wie es heißt, Bibliothek oder so. Und bei Twitch bekommt man das eigentlich immer sofort zu sehen, wenn man auf Twitch geht, oder? Und ich finde, oh, boah. Also, es gibt Jump'n'Runs hier. Es gibt, ja, sehr viel Dekoration. Ballons gibt es hier. Nice. Solche Server mag ich. So richtig Fantasy. Ich bin zwar wirklich der Minecraft-Realism-Fan. Also wirklich realistische Bauten. Aber ich sehe immer, ja, von anderen, wenn sie Fantasy ja, bauen, dann sehe ich einfach die ganze Zeit, wie es auch anders geht, oder? Weil ich bin halt einfach ein Hardcore-Rollenspieler, der realistische Rollenspiele gern hat, oder? Also zum Beispiel auch Mountain Blade Bannerlords, also Mountain Blade 2 Bannerlords. Fasziniert mir so, aber das ist leider noch nicht so weit, dass ich es jetzt wirklich spielen möchte, weil ich möchte ja nicht ein Bug-Desaster und ein Balancing-Desaster spielen. Aber so zum Beispiel, ja, Gothic. Gothic war eigentlich mein perfektes Spiel. Gothic 1, Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, Gothic 3 ist dann eher wieder nicht mehr so grafisch realistisch gewesen. Fand ich nicht mehr so toll. Und von Gothic 4 redet man gar nicht. Also das ist ja überhaupt nicht Gothic 4. Das ist von einem anderen Entwickler. Die haben einfach den Charme nicht eingefangen. Oh, jetzt bin ich runtergefahren. Slash Warp. Schnell. Was? Das stand doch hier. Ja. Reingegeben. Geht noch nicht scheinbar. Okay. Fallen wir einfach runter. Und ich gebe mich schon mal wieder hoch. Nee. Einfach runterfallen. So. Ja, es wird auch Ding. Dann haben wir hier noch eine Rangliste. Top 10 Kills. Also wo bin ich jetzt hier? Ich dachte, ich bin in die Free-Build-Welt gegangen. Nein, PvP möchte ich jetzt nicht ausprobieren mit einem Spieler. Kleinen Leni. Stuff. Habe ich kein. Ich habe keinen Stuff. Mann, ich habe meine Items verloren. Ja. Aber eben zu Anschauzwecken, es stört mich das eigentlich nicht. Also fürs nächste Mal dann wieder. Aber ich suche jetzt gerade Freebuild, also ich komme nicht in die Freebuild-Welt, wenn das überhaupt nicht geht. Oder beziehungsweise das ist Freebuild, aber die. Nein, das ist einfach nur eine Insel, ein Hub. Was haben die Leute gesagt? Hup. Okay. Zum Kreativ. Ja, und City Build. Aber wo ist City Build? Dann gehen wir mal kreativ.
Also, ja, wenn ihr selber macht, beschreibt bitte immer alles recht gut. Oder, ja, eine Wegführung. Zum Beispiel den Spawn nicht rund machen, sondern länglich, dass man zu allem kommt, oder? Das wäre eigentlich der erste große Schritt, den ein Server einfach braucht, dass man eigentlich relativ schnell rauskommt. Weil ich schaue mir Server nicht zuvor an und mache dann Videos, weil ich möchte mich überraschen lassen. Ich möchte, dass ihr auch seht, wie ich auf den Server komme und noch nichts weiß. Es ist klar, es ist nicht so vorstellend dann. Aber ich bin halt einfach auch nicht ein Werbeträger. Ich habe es gesagt, ich mache Servo-Vorstellungen, aber nicht in Werbeform. Also, dass ich wirklich alles sofort zeige, genau weiß, wie der Server so aufgebaut ist und so Sachen. Das können andere Leute besser machen. Deshalb bemühe ich mich einfach nicht so zu sein wie die meisten anderen Servo-Vorstellungen, sondern wirklich blind und interessant. Da müsst ihr einfach ein bisschen mehr Zeit investieren, klar, macht nicht jeder, machen sehr wenige auf YouTube überhaupt. Auch halt, dass man ohne Werbung überhaupt nicht weiterkommt und ich mache keine Werbung und deshalb komme ich eigentlich auch gar nicht so viel weiter. Also ich habe in letzter Zeit ja ungefähr so 15 Abonnenten bekommen. Also es ist sicher 1 oder 2 Monate und das ist sehr, sehr wenig. Stellt mal vor, wie lange ich brauche, bis ich, ja, sagen wir 10.000 Abonnenten habe. Und ich habe ja, ich mache schon ungefähr 12 Jahre Videos täglich oder ja, wöchentlich. Mit großen Pausen manchmal wegen Gesundheit. Jetzt gerade wieder mit dem Hals, mit dem Asthma, allergisches Asthma. Aber gut, ja, und trotzdem habe ich eigentlich noch nicht viel erreicht mit meinen 724 Abonnenten. Es ist halt einfach schwer. Könntest es vielleicht verstehen? Vielleicht könnt ihr es aber auch nicht so verstehen, wieso ich jetzt eigentlich wirklich nicht schaue, dass ich so viele Abonnenten habe wie andere. Aber mir ist es eigentlich herzlich egal. Es ist nicht mein Beruf. Es ist nicht mal so ziemlich ein großes Hobby. Es ist eher ein kleines Hobby von mir. Und deshalb brauche ich auch nicht so viele Abonnenten. Klar, ihr könnt schon ein bisschen mehr machen, aber das verlange ich ja von euch nicht. Und ich mache auch keine Werbung, außer dass ich jetzt gerade darüber rede, aber das ist darüber reden und da keine Werbung machen. Ja, leider gibt es hier noch zu wenig zu zeigen. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wie ich in die Freebuild-Welt komme. Also in die City-Build meine ich ja. Das ist immer so eine Sache, die kenne ich noch nicht, kann ich noch nicht so unterhalten. Ein Drachen, cool. Schneedrache. Wie komme ich jetzt genau zu dort, wo die Spiele bauen? Und wieso spawnt man hier oben drauf? Ja, es hat alles noch Prä. Ist alles noch ein bisschen schlecht eingestellt, aber ich finde es trotzdem recht gut eingestellt. Also ein paar Sachen könnten wirklich noch besser sein. Aber ja, ich mag ja solche Server, wo wirklich noch eine Geschichte haben oder noch weiter gemacht werden, weil viele große Server werden gar nicht mehr weitergebaut. Die sind sozusagen dann still und sie spielen, also sie haben einfach den Erfolg. Ja, danke. Ja, diese Jump'n'Runs sind für mich ein bisschen mit dieser sensiblen Steuerung nicht so tolle. Da kann ich einfach sagen, ich kann es halt einfach nicht. Was ist das PvP auch hier? Okay. Ah, den wieder aufgefischt. Interessant. Also manche Mechaniken sind für mich neu. Vielleicht für andere nicht, aber ja, da seht ihr immer wieder, ja, dass ich eigentlich nicht so Vanilla-Fan bin, also nicht so oft auf Vanilla-Server bin. Eher auf Modded-Server oder Rollenspiel-Server. Und bis jetzt habe ich noch keine Anfrage von einem Rollenspiel-Server bekommen. Bitte macht es. Einfach einen Server aussuchen, den ihr kennt, mir eine Nachricht schicken. Ja, ich möchte gerne, dass du diesen Server vorstellst. Und ich mache das wirklich fremd. Oder? Also, für mich geht es nicht um, ja, ihr seid Owner. Für mich geht es eher darum, dass ich überhaupt auch bekomme und ihr mir auch vorstellen könnt. Ah, oh, Mann. Jetzt
Mensch, heute ist das Fallen angesagt. Ja, dann gehen wir mal nach Plot Auto. Dann haben wir heute auch noch etwas geschafft. Okay. Das ist jetzt aber nicht kreativ, ja. Okay, uns wird ein Autoplot zugesichert, aber das ist in der Pampa. Hier ist wirklich kaum ein anderes. Okay, da hinten. Ja. Ich finde die Laterne so süß. Also diese Laternenhalter und auch die Bäume. Richtig schön gemacht. Beast Mode House. Okay, hier haben wir Gebäude. Sehr gut. Dann schauen wir mal noch ein paar Gebäude an. Und ja, dann war es wahrscheinlich schon mit dem Server. Wenn ich etwas vergessen habe, in die Kommentare bitte. Und weitere Servervorstellungen kommen. Ich habe ja schon einen Livestream gemacht, wo ich alle Server nochmal angeschaut habe. Und ja, manche Server sind wirklich weitergemacht worden, manche sind ein bisschen stillgestanden. Also da hat sich nicht so viel geändert. Einfach mal reinschauen in den Livestream-Part in der Playlist Twitch-Livestreams. Seht ihr alle Livestreams von Twitch. Die lade ich relativ schnell auch hoch, auch wenn es mir nicht so viele Aufrufe bringt. Aber ich möchte, dass ihr das immer wieder anschauen könnt, was ich livestreame. Aber einfach live auch am besten dabei sein, weil viele haben auf YouTube und jetzt auch auf Twitch, weil ich wieder einen Tag nur gelivestreamt habe, noch nicht gemacht. Also noch nicht zugeschaut. Also ja. Einfach nur, damit ihr es wisst, sonst mache ich keine Livestreams, wenn niemand zuschaut. Oder nur zwei oder so. Ich brauche halt eine Motivation. Ich möchte nicht gegen eine Wand reden, sondern mit euch zusammen, also dass ihr es hört. Und das geht halt meistens schlecht, ohne Werbung, ohne wirklichen, ja, eine Motivation auch einzuschalten. Die Leute brauchen einfach diese Motivation. Und die bekommt ihr, weil ich auch bessere Livestreams mache, immer rede, immer wieder Fragen beantworte, wenn ich sie sehe. Habe ich jetzt momentan halt nicht so gut die Möglichkeiten, weil die Twitch-App ist verbuggt. Da kommen die Kommentare manchmal gar nicht auf den Bildschirm. Und ja, da muss man einfach schauen, du hast andere Spiele. Ist ein Mod. Das ist blau Mod. Oder Admin ist der ja blau, glaube ich. Cool. Schönes Banner. Wie macht man denn diese Banner? Ist das ein Custom Banner? Ich glaube, das geht gar nicht. Also 1000 Mal craften. Use. Am Boden liegen die Items werden gelöscht. CH. Oder EH. Megateil, Kronleuchter, noch ein größerer, sehr hübsch, wirklich hübsch hier. Ich mag einfach dieser Fleiß, ich bin ja einer, der wirklich schön baut und deshalb habe ich nicht so immer der Fleiß. Ich brauche irgendwie Fleiß, zum Beispiel im Dracanto, ja, Projekt, Let's Play, das ich jetzt momentan mache. Fehlen mir einfach die Rohstoffe und dadurch auch das, ja, das Wollen bauen. Aber heute wird wahrscheinlich ein Livestream kommen, wo ich baue. Und dann geht's dort auch los schon mal. Nach der 8. oder 9. Folge. Ja, heute vielleicht, ja, doch, ich werde heute mal mich bemühen. Aber erst wenn ich fit bin, wenn ich wirklich wach bin. Ich bin jetzt noch nicht so wach. Ich bin irgendwie momentan zu viel am Schlafen wegen Melatonin, Tabletten. Weil ich auch viel Sport mache. Finde ich nicht so toll, wenn man halt einfach dazu geplagt wird, immer wieder zu schlafen. Ja, hier kommt leider nichts mehr. Also dann sage ich mal Dankeschön für die Einsendung und fürs Anschauen. Vielleicht hat euch der Server ja zugesagt. Ich wünsche mir, dass ich da auch ein bisschen Leute auf den Server bringen kann. Jetzt momentan hat es einfach noch zwei. Oder ist es einfach eine Anzeige hier falsch? Da stand ja irgendwas mit 120 oder 200. Auf jeden Fall bin ich reingekommen diesmal. Jo. Also, weitere Vorstellungen von fremden Server, von eigenen Server in die Kommentare.
Egal wohin, ich habe es gemerkt, ich habe jetzt nicht so viele Anfragen. Das können die das überall reinposten, aber am besten wäre es wirklich in dem Video, wo ich sage, ja, ich mache jetzt Servervorstellungen, ist unten in den Videobeschreibungen, also in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Einfach draufklicken und dort das Kommentar machen. Würde mir ein bisschen besser, ja, vorkommen, das Kommentar dann auch nicht zu suchen. Weil YouTube relativ schnell das Kommentar dann nicht mehr anzeigt, wenn man draufklickt oder so. Und dann immer alle Parts durchzusuchen, ist mir ein bisschen zu schwer. Gut, danke und war wirklich ein toller Server. Noch ein neuer Server natürlich wahrscheinlich. Und Old School, das mag ich immer. Jo. Und falls ihr eben Rollenspiel-Server habt, ey, ich würde sogar drauf ein Let's Play machen. Also bitte, kommt mit Rollenspiel-Servern. Ich kenne nämlich jetzt gerade keinen. Ich müsste nachschauen in der Serverliste. Aber ja, zu viel Rollenspiel möchte ich dann halt auch nicht machen. Mal gucken. Ist besser als bei Grand Theft Auto 5, weil dort sind sie manchmal so hardcore, dass es einfach nur störend ist, immer wieder diese Gesetze einzuhalten und so weiter. Ja, ihr wisst wie. Tschüss, bis zum nächsten Mal.